Kann jemand es spüren, wenn du ihn vermisst? Tiefen Gefühlen ist kein Weg zu weit. Alles, was wir fühlen, erzeugt Energie. Es geht gar nicht anders. Gefühle sind Impulse und jeder Impuls drängt in die Welt hinaus. Dabei spielt es keine Rolle, ob es positive oder negative Emotionen sind, die wir nach außen tragen. Die Wirkung allerdings ist natürlich eine andere. Aber der Mensch, an den diese Emotionen adressiert sind, muss auch nicht anwesend sein, um diese Botschaft zu empfangen. Dafür brauchst du weder an Gedankenübertragung noch an Hellseherei zu glauben. Energie kann nicht verloren gehen. Sie muss irgendwo andocken und auf Resonanz treffen. So will es nicht nur das universelle Gesetz von Ursache und Wirkung, sondern auch naturwissenschaftlich bewiesene physikalische Gesetze belegen das. Wenn wir jemanden zutiefst vermissen, werden Gefühle freigesetzt, die äußerst stark und mitreißend sind. Aber sie sind auch ungefiltert und unzensiert, schonungslos ehrlich und voller Hoffnung. Was wir mit ihnen also in die Welt entsenden, ist pure, unverfälschte Energie, die Teile von unserem wahren Selbst transportiert. Woran man erkennen kann, dass ein Mensch sich vor Sehnsucht nach uns förmlich verzehrt, verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Nummer 1. Du wirst nachts wach. Die dunkle Nacht, wenn unser Verstand Pause und unser Unterbewusstsein das Steuer übernommen hat, ist der ideale Zeitpunkt für die Sehnsucht, um sich bemerkbar zu machen. Vermisst uns jemand, hat dieses Gefühl freie Bahn und kann uns sozusagen wachrütteln. Nummer 2. Ein anderer Mensch stellt die Verbindung zwischen euch her. Unsere Mitmenschen können auch als Mittelsmänner fungieren, wenn wir die Hauptrolle in den Gedanken eines anderen spielen. Du sprichst mit jemandem und dieser jemand erwähnt plötzlich einen Menschen, der dir seltsam vertraut erscheint. So bauen wir Brücken von Mensch zu Mensch. Nummer 3. Du bist erfüllt von Energie. Ein plötzlicher Energieschub kann ebenfalls gute Gedanken als Ursache haben, die uns jemand schickt. Wir sind selten nur grundlos erfüllt von Freude und Euphorie. Kann sein, dass gerade die Sehnsucht eines Menschen bei uns anzudocken versucht. Nummer 4. Deine Gedanken kreisen ständig um diese Person. Wer voller Liebe an uns denkt, hat ziemlich viel Macht über unsere Gedanken. So kommt es, dass diese sich gerne einfangen und wir uns von ihnen ablenken lassen. Ein Mensch, der uns vermisst, schafft es so, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nummer 5. Du entdeckst eine weiße Feder. Sie gilt als universelles Zeichen von ganz oben und ist immer dann zur Stelle, wenn wir eine wichtige Botschaft verstehen und kosmische Zusammenhänge erkennen sollen. Nummer 6. Eine starke Verbundenheit zwischen euch manifestiert sich. Gefühle können viel mehr, als wir ihnen gemeinhin zutrauen. Sind sie besonders intensiv, können sie ihre Energie bündeln und zu einem regelrechten heißen Draht mutieren. Zwei Menschen, die sich gar nicht sehen oder näher kennen müssen, spüren so eine tiefe Verbindung zueinander. Nummer 7. Glücksgefühle und Liebe durchströmen deinen Körper. Wer voller Liebe an uns denkt und uns vermisst, sendet dementsprechende Signale aus. Wir fühlen uns dann plötzlich wie aus dem Nichts heraus geliebt und von einer Art schützenden Wärme umgeben. Nummer 8. Du kannst deutlich eine Berührung wahrnehmen. Wenn Energie sich stark genug manifestiert, können wir sie tatsächlich spüren. Ähnlich wie die Präsenz von Geistern oder Seelen kann auch die Liebe dann eine berührende Form annehmen, die im wahrsten Sinne des Wortes greifbar ist. Nummer 9. Dein Körper zeigt heftige Reaktionen. Gänsehaut oder aufgestellte Nackenhaare, Schmetterlinge im Bauch oder Herzklopfen. Unser Körper spürt manchmal Dinge, die er weder sehen noch hören kann. Gefühle gehören hier dazu und ihr Absender muss nicht im selben Zimmer mit uns sein. Nummer 10. Der Name ist Programm. Wer uns vermisst, drängt sich mit allen gebotenen Mitteln in unsere Wahrnehmung. Das führt sogar so weit, dass uns ihr oder sein Name immer wieder in die Quere kommt. Entweder in Gedanken oder in Worten und wir keine Ahnung haben, woher diese kommen.
Nummer 11. Deine Gefühle fahren Achterbahn. Ein deutliches Zeichen dafür, dass du emotional vielleicht gerade fremdbestimmt wirst, sind Gefühlsschwankungen. Eben noch heiter und fröhlich, im nächsten Moment depressiv und todtraurig. Auch so kann sich vermisst werden anfühlen. Nummer 12. Du hörst ihre oder seine Stimme. Keine Sorge, Stimmen zu hören ist kein Fall für den Nervenarzt. Oft ist es in Wahrheit unsere eigene innere Stimme, die wie jemand anders klingt. Auch diesen Trick beherrschen Gefühle, um sich unsere Aufmerksamkeit zu sichern. Nummer 13. Innere Unruhe erfüllt dich. Manche Menschen schaffen es, uns auch aus der Ferne keine Ruhe zu lassen. Ihre Gedanken sind derart intensiv auf uns gerichtet, dass Seelenfrieden und Ausgeglichenheit vorübergehend Pause haben. Wenn wir rastlos sind, getrieben und uns einfach keine ruhige Minute vergönnt zu sein scheint, kann jemand anders gerade damit beschäftigt sein, uns schmerzlich zu vermissen. Nummer 14. Bedeutsame Zufälle häufen sich. Sie sind nach der bereits erwähnten weißen Feder eines der liebsten Kommunikationstools der höheren Mächte. Synchronizitäten lautet die Bezeichnung für scheinbar zufällige Ereignisketten, die tatsächlich jedoch alles andere als bloßer Zufall sind. Nummer 15. Dieser Mensch erscheint dir im Traum. Träume sind die ideale Plattform für alle Gedanken, die unser Verstand und unser rationales Denken uns verbieten. Vermisst uns jemand schmerzlich, gelingt ihm manchmal der Einzug in unsere Traumwelt. Dort sehen wir, was Verstand und Logik uns verbieten. Unser heutiges Fazit: Keine Liebe ohne Gegenliebe, keine Sehnsucht ohne Schmerz. Wir können nicht nichts fühlen, das ist uns Menschen einfach nicht gegeben. Jede Emotion, und mag sie auch noch so klein und unscheinbar sein, führt zu einem Impuls, den wir nach außen tragen. Wut und Zorn, Freude, Scham, Trauer und natürlich die Liebe. Sie alle sind Teile unserer Gefühlswelt, an der wir die echte Welt in Echtzeit teilhaben lassen. Bewusst ist uns dieser Umstand aber meistens nicht. So wie wir uns fühlen, so werden wir auch wahrgenommen. Vermissen wir jemanden, fokussieren sich unsere Gedanken und unsere Gefühle auf diese eine Person. Es wäre schon aus streng wissenschaftlicher Sicht ein Ding der Unmöglichkeit, würde diese geballte Ladung an Sehnsucht ihr Ziel verfehlen. Sie ist kein schönes Gefühl und schmerzt sogar ganz ordentlich. Ins Leere läuft sie jedoch nicht. Es gibt keine Liebe, die nicht irgendwo auf Gegenliebe trifft. Die Entfernung spielt dabei keine Rolle. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald!